So, dann Science Packs kommen. Ja, was mache ich so im Strom? Dich baue ich mal ab. Setz das da hin. Bau dich mal ab. Und setz dich da hinten dran. Das sollte helfen, oder? Bisschen. Temperatur ist nicht heiß genug. Ah, nicht genug Boiler. Okay, okay, okay. Kann ich mitarbeiten? Wo sind die Boiler? Da sind die Boiler. Zang, zang. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Geräusche sind super. Ja. Also ist hart an der Grenze. Ziemlich hart an der Grenze. Aber es funktioniert erstmal. Und irgendwann ist auch die Forschung durch. Genau, ich kann mehr Science Packs herstellen. Irgendwann ist die Forschung durch und dann klappt das auch soweit. Ich hätte gerne... meinen ersten Komplex. Also, ne? Wisst welche ich meine. Und den setze ich ruhig schon hier vorne irgendwo hin. Wollen ja keinen Platz verschwenden. Der erste Komplex braucht Stone Gears und Copper Plate. Das heißt, haben wir schon mein Untergrundding da gebaut? Nein. Bau bitte Untergrund Bates. Und Splitter. Splitter. Forschung weg, Forschung weg, Forschung weg. Forschung hin, Forschung hin, Forschung hin. Dann machen wir hier bei den Steinen Untergrund. Runter. Ja, ein weiter. Hoch. So. Dann kommt da ein Splitter hin. Du. Da. Dann haben wir kaum noch normale Dinger da. So, du bekommst da Kupfer. Dann brauchen wir noch einen Splitter. Der kommt vom Stein ab und führt dann hier drauf, sodass auf der unteren Seite Kupferplatten ankommen und auf der oberen Seite von dem Fließband Stein. Und das fließt dann in den Komplex rein, der sehr klein sein wird, und der stellt dann die roten Tränke her. Die roten Tränke fließen dann, ich glaube, hier in den Bereich. Da können wir die Forschung ansiedeln, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber das können wir auch umbauen und ich werde auch dieses Mal wesentlich mehr umbauen. Also, selbst wenn wir irgendwo einen Komplex hingestellt haben, der 3x3 ist und, keine Ahnung, 10 Zwischenprodukte hat und ich sehe, dass es woanders wesentlich effektiver wäre, dann reiße ich das ganze Ding raus und setze es woanders noch hin. Außer wir sind gerade mitten in der Krisensituation, was Feinde angeht, natürlich. Wo ist mein Splitter? Ah, da hinten. Tränke weg. Tränke hin. Habe ich Tränke dabei? Ja, Tränke abliefern. Da kriegst die Hälfte, da kriegst die Hälfte und einen. So. Splitter ist fertig, Splitter ist fertig. Dum, 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 dum. So. Fließbänder ist auch hoch auf meine Prioritätenliste von ersten automatischen Fabriken. Darum... brauchen wir unten irgendwas nicht in der Quickliste drin? Ja, dich nicht. Rohre eigentlich schon. So. Das wäre jetzt das Ding. So, so. Ich hätte es an eine andere Stelle bauen sollen, fällt mir gerade auf. Es ging mir nur primär darum, das System vorzuführen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass es auch gleich aktiv angewandt werden soll. Ja, das muss alles wieder weg. Das heißt, ich baue hier jetzt mal das altbekannte Ding, das sich ja doch recht gut bewährt hatte in der ersten Welt. Chaos. Also das muss da weiter fließen. Und blaue Fabrik, sehr gut. Nächster Schritt. Ich hätte gerne den Toolbelt, weil das... Oh, grüne Tränke. Staub, kann ich grüne Tränke einigermaßen gut herstellen? Ja, kann ich. Dauert eine ganze Ecke. Das ist mir wert. Bau mein Toolbelt. So. Und während er dann rumbasteln ist, kann ich hier das alles wieder reparieren. Das kommt weiter nach
unten. Ja, wie machen wir das am besten? Das ist ziemlich nah dran. Also ich kann den Kreislauf ja mal zu Ende bauen. So. Wenn ich also hier jetzt schon Splitter ranbaue, dann geht das da quasi schon drauf. Eventuell sollten wir mehr Abstand haben zu der Lebenslinie. Also einen ganzen Block weiter. Sowohl nach rechts als auch nach unten. Und wenn wir eh links die Science-Sachen machen wollen, dann sollten wir auch mehr Fließbänder bauen. Dann sollten wir die Komplexe, die die Science-Packs herstellen, auch hier hinten hin bappen. Ne? Ja, macht Sinn. Okay. Du da. Ich muss nur kurz gucken, wo das Blaue ist. Da. Entschuldigung. Da. Genau, so kann man auch Fließbänder verballern. Ab hier könnten wir die ersten Fabriken bauen für rote Tränke, grüne Tränke und so weiter. Also ein Abstand vom Hauptding. Hier, das Viererding. Das könnte für rote Tränke gemacht werden. Du weg. Wir machen mal gegen den Uhrzeigersinn. Also eigentlich ist es vollkommen egal, wie rum wir die Fließbänder um die Komplexe fahren lassen. Aber es wäre komisch, wenn die einen so rum, die anderen so rum sind. So. Komplex Nummer 1. Sehr schön. Das sind die Sachen jetzt auf der vollkommen falschen Seite. Allgemein, bevor wir da oben weitermachen, die sollten auf beiden Seiten von dem Fließband sein. Könnten wir jetzt damit regeln, dass wir hier unten Splitter hinbauen? Ich werde das später wahrscheinlich eher so regeln, dass ich hier eine sehr große Stahlkiste habe. Am Anfang eine 2x2, dann eine 3x3. Die nimmt mit ganz schnellen Ärmchen hier unten das raus und legt mit ganz schnellen Ärmchen, mit einem ganz schnellen ganzen Ärmchen das wieder rauf und mit einem ganz schnellen halben Ärmchen ebenfalls wieder rauf. Und so wird das Ding von beiden Seiten befüllt und wir brauchen keinen Splitter und wir haben Puffer und alles ist super toll. Dazu brauchen wir nur erstmal die großen Kisten. Und ich habe die grünen Science Packs nicht reingeworfen. So, so. Stell rote her, stell grüne her. Sei 5 Minuten lang beschäftigt. So. Also, momentan lassen wir es also nur auf einer Seite des Fließbands. Das ist okay. Jetzt brauche ich die Untergrunddinger, um Kupfer abzuzwacken. Erstmal zwacke ich Stein ab. Ja, ein weiter. Kommst unten rein, oben raus. Wo sind die Splitter? Da sind die Splitter. Oh, ich hätte doch ein weiter runtergehen können. So. So. Und so. Dann kommt hier unterirdisch Eisen. Damit du da raus kannst. Beidseitig. Beidseitig brauchen wir das eigentlich gar nicht. Das ist schon wieder einzureichen. Ich denke, das wird Gewöhnungssache sein. Wenn ich mit den Lebenslinien ein bisschen mehr rumhantiert habe, in dem System, habe ich auch eher ein Auge dafür, wann ich wo welche Splitter setzen muss. Ja, das war jetzt nicht so schön. So. Also, Splitter ist da. Splitter geht hoch. Splitter geht darum, führt da drauf. Wie jetzt weiter? Gute Frage. Keine Ahnung. Wir brauchen eigentlich nur noch Kupfer. Das heißt, wir setzen hier unten. Erstmal sollte man dafür sorgen, dass die Linien weiterlaufen könnten, wenn sie es denn sollten. So. Als Hälfte geht dahin, Hälfte geht dahin. Haben wir schon lange rote Ärmchen? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann bau doch schon mal einen Kreis außenrum. Damit wir dann innen
Steine und Kupfer laufen lassen können. Und außen die roten Science Packs. Und bau bitte ganz viele davon. Ja, das wird zu früh zu komplex. Ich weiß nicht. Also, ihr könnt ja mal unter den Kommentaren, also unten in den Kommentaren posten, wie ihr das machen würdet. Weil wir sind jetzt schon seit einer Stunde dabei und gefühlt habe ich noch nicht so viel gemacht. Also ja, ich habe sehr viel erklärt, was ich vorhabe und was ich machen möchte und so weiter und so weiter. Aber so spieltechnisch habe ich noch nicht so viel geschafft. Und ich habe das Gefühl, das liegt ein bisschen auch daran, dass ich noch nicht so viel Übung daran habe, neu anzufangen. So. Die Fabriken. Ah ja, genau, Fabrik. Ich brauche Eisen. Ding, ding. Und was ich mit neu anfangen meine, ist, wenn man oft genug durch Patches und dabei neu angefangen hat, dann hat man recht schnell einen Rhythmus drin, wie man möglichst effektiv die erste Spielstunde verbringt. So Power-Gamer-technisch quasi. Du, stell dich mal dahin. Du stellst bitte die Zahnräder her, die ersten. Da, Steinzahnräder. Dazu nimmst du aus dem Inneren. Wir haben keine gelben Ärmchen mehr. Stell gelbe Ärmchen her. Dazu nimmst du aus dem Inneren. Wie kriegen wir die Ressourcen jetzt ins Innere? Okay, Äußere. Du papp das da einfach rauf. So, wir müssen jetzt irgendwie später Kupfer da reinbekommen ins Innere. Das. Ah, ich weiß aber wie. Einfach mit dem Ärmchen. Okay. Das heißt, du nimmst vom Äußeren bitte das Ding und legst es ins Innere rein. Sehr gut. Kupfer. Kupfer kann ein weiter runter hoch. Eisen übrigens auch. Dann kriegt es hier einen Splitter. Kommst du bis da oben? Kommst du nicht, du kommst bis da. Kriegst du hier ein Splitter? Ja, okay. Gehst da nach oben. Gehst da nach da. Na, mach einfach vor einen Knick. So, 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 so. Und da kriegst du ein ganz normales Ärmchen, dass das da raufsetzt und du hast keinen Strom. So, wo bleibt das Kupfer? Das Kupfer wird alles weggefangen. Hm? Ich mach mal die Ärmchen hier weg, damit wir sehen, was oben auch ankommt. Und ich habe sehr... Warte mal. Das sollte ich nicht alles mit rumschleppen. So, zwei Stacks reichen. Zwei Stacks reichen. Forschungspunkte. Forschung, 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 Forschung. So, Kupfer kommt an, wird raufgelegt. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt im Inneren, Ring, außen, die Dinger. Wir schnappen uns jetzt die mit einer zweiten Fabrik und legen dann in den inneren Ring, aufs innere Fließband, die roten. Nee. Ich brauche Untergrundpelz. So. Und dann werden die roten Tränke gleich rausgeliefert. Das heißt, aufhören mit Science Packs. Bauen noch mehr Fließbänder. Bauen danach wieder Science Packs. Wir machen einfach hier ein Untergrundding. Du runter. Du runter. So, dann kommt hier die Fabrik hin. Die legt das hier auf den Fließband und dann wird es einfach hier wegtransportiert. Zu hier hinten irgendwo hin, wo die ganzen Forschungszentren liegen. Eine zweite Fabrik hätte ich auch noch ganz gerne. Kein Forschungsding. Fabriken. Fünf Stück, genau. Bau einfach fünf Fabriken, damit wir auch mit unserer Energieversorgung klarkommen, denn... Ja, doch, die hält sich. Oh. Mehr schlecht als recht, aber sie hält sich. Gut, also für die nächsten Folgen sollte ich einmal dran denken, alles neu mit Kohle zu versorgen, dass es dann nicht zu Engpässen kommt. Dann sollte ich regelmäßig die Science Packs machen, damit die Forschung auch vorankommt. Sonst werden wir irgendwann überrannt. Dann das Muster weiter ausbauen und mit Lampen versorgen. Und unbedingt
rote Science Pack so schnell wie geht automatisieren und danach die grünen, wobei die grünen schon ein bisschen komplizierter sind, denn die brauchen sowohl gelbe Ärmchen als auch Fließbänder. Fließbänder braucht Stein und Eisen, ist okay, und Ärmchen braucht grüne Chips schon. Das wird ein größeres Komplexding. Wir brauchen nämlich eine Fabrik für Steinzahnräder, eine Fabrik für Eisenzahnräder, eine Fabrik für Draht, eine Fabrik für Chips, eine Fabrik für Inserter und eine Fabrik für Fließbänder und eine Fabrik für die grünen Science Packs. Ich glaube, ich bin bei 7 oder 8. Das wird sehr interessant aussehen. Das bauen wir am besten hier drüber. Also hier die komplette obere Halbinsel, nur um grüne Science Packs herzustellen. Und dann haben wir schon mal nicht das Problem, was wir sehr lange Zeit in der letzten Welt hatten. Also mit den grünen Tränken und den hellblauen Tränken. Weil die hatten ja immer nicht die Rohstoffe gekriegt, die sie brauchten, weil sie halt zu weit unten in der Linie waren. Das ist dann nicht so schön. Aber gut, ich hoffe, euch gefällt soweit die neue Welt. Wenn ihr Hinweise habt, wie ich das Ganze optimieren kann, immer her damit. Weil ich würde diese Welt wirklich gerne schön weiß spielen und nicht im nächsten Moment von Weißen überrannt werden. Weil es soll halt recht schwierig geworden sein. Und wenn ihr da Erfahrung habt, also wenn ihr selber Dytech spielt und Erfahrung habt, immer her damit. Oder wenn ihr auch Vorschläge habt, einfach nur vom Zugucken. Weil ich übersehe tierisch viel, wenn ich Let's Plays mache. Weil ich bin da so abgelenkt mit Reden und Hirngespinsten verfolgen und so weiter. Da ist man als Zuschauer wesentlich objektiver und wesentlich fokussierter. Also dann bis gleich.